Hi Leute und willkommen zurück zu Super Smash Bros. Ultimate. Wir haben uns im letzten Part mit ein paar Yoshis geprügelt. Das wollen wir jetzt auch noch weitermachen. Wir probieren es einfach mal aus. Hoffen, dass es funktioniert. Die machen einiges an Schaden. Ich weiß noch nicht, wie ich die bekämpfen soll. Ich habe einen getroffen. Wow. Also ich muss sagen, das ist echt heftig. Okay. Die machen zu krassen Schaden. Ich warte einfach mal hier auf die, wenn sie nicht von unten kommen würden. Nee. Einfach zu viel Schaden. Ich muss da gucken, was können wir denn ändern? Reduzierter Schaden irgendwas? Können wir dich irgendwie loswerden? Was machen die anderen? Magieangriffe geht hoch. Ja, Feuerwehr. Das sieht mich nicht. Revolution möglich. Möchte ich gerne Pflanze. Das macht einfach gar nichts. Haben wir auch irgendwas, was das macht? Schlag-Items. Evolution möglich, ja, haben wir noch nicht gemacht. Feuerabwehr, Beinangriffe. Das Problem ist, dass die alle nur zwei Slots haben. Okay, du hast 30 Schadennachteil 30%. Das ist doch voll dumm. Warum sollte ich mir sowas ausrüsten? Wandlungsdauer bringt mir auch nichts. Feuerangriffe gehen hoch. Den können wir mal nehmen. Und dann pusten wir ein bisschen mit Feuer um uns. Vielleicht hilft das. Physische Angriffe gehen hoch. Ja, mit Bowser schlagen wir relativ viel. Außer wir machen dann jetzt nur Feuer. So, dann nehmen wir die Ausdauer auch nochmal raus und Giftschutz. Was haben wir denn noch so? Abwehr geht nach oben, dafür haben wir einen Nachteil. Das ist aber okay. Aber ich denke da gleich raus. Moment. Oh, weil wir ihn schon haben. Waffenresistenz brauchen wir, glaube ich, nicht. Feuerbodenresistenz, nein. Hinfallschutz. Speisestärkung, nee. Hebe-Meteorangriffe. Können öfter springen. Bringt uns das was? Ich glaube nicht. Waffenangriffe, Helferschreck. Erhöhte Angriffskraft gegen Helfertrophäen. Zählt das alles als Helfertrophäen? Eigentlich sind es Kämpfer, deswegen, nee. Sprung, nee. Tempo. Höheres Tempo? Ultra Smash Doppelchance. Dazu kommen wir gar nicht. Feuerboden. Feuerboden. Oh Mann. Klebeschutz. Fall, Schuss, Luftangriffe, Sturmresistenz, Einrammschutz, Laserschwert, Spiegelungsschutz, Curry, Würfel, boah, Resistenz, Klebeschutz. Nee. Schlussangriff, nee, Schussangriffe, oh, nein, Resistenz, 0% Kraft, das bringt gar nichts, Speisestärkung, nö. Kopfstandschutz, Lauftempo, Schussitems, Nebelschutz, Giftresistenz, Lipstick, Schwimmer. Schwimmer? Achso. Ausdauer. Ausdauer. Wird die Ausdauer kämpfen? Die eigene Ausdauer. Das ist kein Ausdauerkampf. Schade. Raketengurt, nein. Armangriffe, Lipstick. Was passiert eigentlich, wenn wir so einen Raketengurt haben, außerhalb der Stage fliegen, versuchen die uns hinterher zu springen und sterben dann? Das wäre ja mal witzig zu wissen. Vollen Explosionsangriffe. Das passt doch zu unserem Kampfstil, warte mal. Wir speichern das mal, und zwar unter Bowser. Würde ich mal so sagen, Bowser. Giga-Bowser. Ja. Ah, das kannst du nochmal. Ich hasse es, dass da schon was vorher eingetippt ist. Nein.
So. Aha. Okay. Jetzt weiß ich, wie ich das besser erinnere. B-O-W-S. E-R. So. Wenden. Danke. So. Haben wir später nochmal öfter. Wow, das dauert zu lange. Was zum? Da schlagen drei gleichzeitig auf mich an und ich habe instant 100% oder so. Okay. Irgendwie. Ach ja, ich starte ja schon mit 30. Was zum? Naja, verprügelt mich noch. Der frisst mich einfach. Oh wow. Okay, nochmal. Heftig. Funktioniert der Angriff eigentlich schon, wenn das Ding noch nicht Level 99 ist? Ah! Hör auf mich zu fressen. Ah! Komm schon, lass mich in Ruhe. Runter. War. Ich nehme mal Items. Nee. Ich krieg gerade mal auf 20% oder so. Das ist übel. Richtig, richtig übel. Okay. Haben eine andere Alternative. Gruppe. Kämpfer. Was haben wir denn so als Auswahl? Vielleicht mit Link oder so? Ich kann ihn zwar noch nicht, aber. Sie greift in alle Richtungen an, das wäre auch nicht verkehrt. Ich probiere mal mit Link, damit wir ihn auch mal haben. Weil der hat ein paar coole Angriffe. Gerade diesen Wirbel, den kenne ich. Ich muss nur noch andere Geister nehmen, weil das bringt uns soweit nichts. Fallangriff hoch, das bringt uns gar nichts. Metal Gear Ray. Gewicht geht hoch, Magieangriffe gehen hoch, Feuer. Hier mit 3. Schadennachteil? Nö. Wandlungsdauer haben wir nicht. Evolution möglich, na toll. Schlag-Items. Zählt ein Schwert auch als Schlag-Item? Wenn ja, wäre das geil. Und die können wir nicht, okay. Armangriffe? Nee, wir boxen nicht. Wir nehmen mal die Schlag-Items. Physische Angriffe, Abwehr geht hoch, das ist auch ganz gut. Feuer-Explosionsangriffe, das muss weg. Und wir gucken mal, Sturmresistenz, Spielungsschutz, Klebeschutz, Ausdauer. Ausdauer, na, nee. Waffenresistenz, nein. Ich müsste Waffenschaden hochkriegen oder sowas. Speisestärkung. Armangriffe, nein. Waffenangriffe möchte ich gerne hoch haben. Waffenangriff, perfekt. So, wir haben mehr Verteidigung, dafür einen Anfangsnachteil. Physische Angriffe. Ja, das sollte eigentlich gut sein. Probieren wir es aus. Vielleicht sollte ich unsere Geister nochmal speichern. Team speichern unter Moritz bestimmt nicht. Ja, einmal zu viel B gedrückt.
Wir machen das einfach unter Link. Ja. Okay. Sprechen wir es erstmal so. Wissensbaum. Können wir uns da schon was leisten, was irgendwie cool ist? 85? Nein, wir warten auf 100. So, dann probieren wir es nochmal aus. Ich kann Link noch nicht wirklich. Deswegen, verzeiht mir. Ich habe ihn selten gespielt. Also im Vorteil hier sogar noch gar nicht. Okay. Oh, das ist gut. Ah, shit. Okay. Ich weiß nicht, wie ich diese Drehattacke mache. Na, unten B oder so? Kann das sein? Oben B? Ne, oben B macht er was anderes. Wobei oben B auch gut wäre. What? Ja, kommt her. Funktioniert diese Taktik? Autsch, nein, tut sie nicht. Schade. Ich dachte, jetzt kommen die ja nicht mehr hoch, ohne sich die ganze Zeit zu geschlagen zu werden, so. Ja, hat leider nicht funktioniert. Wow. Lass mich in Ruhe. Oh mein Gott, das war gut. Das war richtig gut. Ah, shit. Muss ich aufpassen, dass wir jetzt nicht noch irgendeinen Müll kriegen. Jetzt, wo ich schon mal zwei down habe. Oh nein, bitte nicht. Lass mir doch die Chance. Choke ich hier wieder voll rum. Nein, 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 nein. Nein! Och komm, jetzt hat er ein Schwert. Oh nein, ich hatte zwei raus. Oh, warum hätte das nicht direkt weiter so gehen können? Wenn nur einer da gewesen wäre, dann wäre das viel, viel besser. Vielleicht muss ich mehr das Schild benutzen oder so. Ich habe keine Ahnung. Hör auf rumzurollen. Dieser Sprungschlag, der ist gut. Toll. Wie mache ich den? Hallo? Ich wollte nach unten. Ich muss aber... Ah, okay, ich muss laufen. Ah! Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, habe ich gesagt. Meine Güte. Wow. What? Wieso hat er sich jetzt nicht an der Kante festgehalten? Was war das denn? Okay. Also dieser Sprungdingens war super. Ich versuch's mal mit dem Steuerkreuz. Vielleicht geht das besser als mit dem Stick. Nee, da taunte ich nur. Schade. Ja, ja, ist gut. Ein aufgeladener Schlag. Das ist ja heftig. Und direkt raus. Bereit?
runter. Meine Güte. Mann, die fliegen ja schön weit, ne? Da muss ich weg. Ah, komm, das war ein... Lass mich doch. Jo, ich werde direkt wieder abgefangen. Ah, weg da. Wow. Ich bin Punching Boy mit mir. Ne, keine Chance. Oh, wow. Die beste Chance hatte ich, wo ich direkt zwei raus hatte. Und ich weiß nicht genau wie. Ich glaube, das war der Sprungschlag, aber... Der hat halt viel Knockback und dadurch, dass alle weiterfliegen, glaube ich, sind die direkt rausgeflogen. Ich glaube, das lag daran. Toll. Fängt ja gut an. Fängt ja gut an. Meine Güte. Toll. Ne. Beste Chance vertan, ey. Ich glaube, ich muss zweimal zu einer Seite lenken und dann B oder so. Oder A? Irgendwie so. Ich glaube B. Die fangen mich einfach überall ab. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Okay, A, aber es ist... Nee, nee, nee. Nee, wurde schon wieder abgefangen. Ja, ja, ich weiß, bin tot. Komm schon. Ich muss am Anfang unten sein und dann versuchen, mit dem Sprungschlag direkt welche rauszukriegen. Das hat einmal funktioniert, das muss nochmal funktionieren. Sonst habe ich keine Chance. Das Problem ist, dass die schon unten sind. Okay, ich lock sie mal nach oben. Geht dann nach unten. Ah, Mist. So, wieder nach oben. Dann nach unten und mich um die Einzelnen kümmern. Nein, nein, nein. Hoch, 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 hoch. Ja, und wieder nach unten. Ja. Der eine ist raus, oder? Da hinten? Rechts? Kannst du doch nicht noch länger retten, okay. Mist. Okay, erstmal wieder nach oben. Nach unten. Ich muss weg. Ah, jetzt rollen die da wieder so dämlich. Ja, okay. Ach, ich kann auf die Wolken? Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, dass ich auf die Wolken kann. So, nach unten. Nein, 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 nein. Ah, ich fall halt zu hart. Boomerang in Yoshi in Tod. Geile Kombo. Gut, dass der Boomerang mich so hart nach oben geschlagen hat gerade. Ah, Mist. Ich glaube, die Taktik ist aber halbwegs in Ordnung schon mal, dass ich halt versuche, die nach oben zu ziehen. So, und dann nach unten gehe. Wenn die nicht dämlich rumrollen würden. Ja, ja. Ah. Okay, mal in Ruhe lassen. Wow. Runter. Wie weit man einfach fällt. Ne. Dieser Angriff ist einfach zu stark.
daraus fliegt, war klar, aber wow. Die kommen wieder von überall. Mach doch diesen Sprungschlag! Oh, er geht nicht nach rechts. So. Ich stelle mir einfach Schaden kriegt. Ich habe keine Prio. Oh, wow. Okay. Okay, okay. Keine Prio. Müssen wir uns merken. Der Angriff ist da so Bullshit. Weil er einfach gekontert wird. Da, den Angriff will ich machen. Einfach die ganze Zeit. Aber die wuseln einfach zu viel rum. Als das was vernünftig funktioniert. Ah, ist ja gut. Kommt runter. Okay, er wollte nicht laufen. Und zurück über zweimal nach rechts. Nein, das wird wieder nichts. Kann ich mal in Ruhe lassen? Sterb da hinten einfach. Ne, bin auch tot. Schade. Kann man das irgendwie ausnutzen, diese Wolken? Ich probiere es. Jetzt einmal noch so und danach versuche ich die Wolken auszunutzen irgendwie, dass ich mich darauf stelle und dann... Ah, wo bin ich? Warum bin ich da oben? Ah, wieso macht ich diesen Dreifachschlag? Ja. Okay, das war das. Nein, das wird nichts. Okay. Puh. Ja, die Yoshis machen mich halt fertig. Gut, dann beenden wir hier erstmal den Part und wir gucken, ob wir es beim nächsten Mal irgendwie hinkriegen mit Link. Wir haben gute Chancen, aber... Moment, warte mal, vielleicht mit Yoshi... Kirby. Kirby kann noch lange fliegen. Vielleicht lohnt sich das mit dem. Müssen wir mal ausprobieren. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.